Hallo und willkommen, ihr Lieben, zum Wochenorakel für die kommende Woche. Alle Infos zu mir und dem, was ich so tue, findet ihr unten in der Beschreibung des Videos. Ich nehme heute die Karten von Sven Pohl, Sea Lenormand, und wir haben hier die Möglichkeit, einen Zahlenwert aus dem hebräischen Alphabet zu kriegen, und das versuche ich jetzt mal. Das hebräische Alphabet hat 22 Buchstaben, die sind in diesen Karten in den ersten 22 enthalten. Ich lasse jetzt mal drei springen, eine haben wir schon mal. Dann gucken wir, ob wir eine Quersumme kriegen. Ja, wir haben tatsächlich mal drei Zahlen gekriegt. Das ist jetzt spannend. Hatte ich so noch nie. Und wir kommen da auf einen Zahlenwert von 15. Das machen wir jetzt in der Quersumme noch zusammen. Dann sind wir bei der Zahl 6. Ja, und bei der Zahl 6 kriegen wir die Aufforderung, dass irgendetwas nicht richtig stimmt. Es ist sozusagen ein bisschen ein Weckruf, dass wir wieder Führung aufnehmen. Hier kann es sein, dass wir Entscheidungen zu treffen haben, die wir mit Freunden unterstützt vornehmen, oder dass wir da irgendwie neue Wege gehen. Möglicherweise bringt uns ein Kollege auf eine Idee. Möglicherweise geht es um eine Entscheidung, die dein Kind treffen muss, oder um neue Wege, die dein Kind für sich in Anspruch nimmt. Noch ein Szenario könnte sein, da wir ja mit der 6 auch den Weckruf haben, guck dir die Dinge genau an, dass der freundschaftliche Bereich hier irgendetwas von uns fordert, eine Entscheidung, oder ja, auch zu gucken, wo ist die Loyalität in diesem Fall. Anderes Szenario wäre noch, es kommen neue Freunde in dein Leben, neue Menschen, hilfreiche Unterstützer. Jetzt gucken wir uns das große Blatt an, das Kollektiv. Ach ja, wenn ihr noch eine persönliche Botschaft wollt, das hatte ich jetzt vor lauter hebräischem Alphabet ganz vergessen. So bleibt bitte dran, ihr kriegt hinten noch ein kleines Auswahl-Orakel für die Woche. Okay, klar, ne? Wir kriegen die 6 und in den Weckruf, und hier fällt schon das Schicksalskreuz für uns. Irgendetwas Schicksalshaftes kommt in Bewegung. Es kann hier eine sehr plötzliche Erkenntnis sein, eine plötzliche Klarheit, etwas, das uns weiterbringt, und es kann hier mit den Finanzen zu tun haben. Das ist hier so eine Sache, da mag man vielleicht auch an Verluste erinnert werden, oder an Themen, die aus der Vergangenheit ja als Wunde noch so ein bisschen in uns ruhen. Und das hier sieht ganz gut aus. Man kann abschließen, man kann einen Prozess beenden. Es gibt Klarheit, ne? Wir haben die Geldkarte hier im Haus des Hauses drin. Verbunden mit den Sternen ist hier die Möglichkeit, auch gut finanziell neue Wege zu gehen, sie zu stabilisieren, irgendetwas in Expansion zu bringen, oder das Thema Geld wird eben in der Woche wichtig sein für uns und unsere Umgebung. Vielleicht hatten wir auch in der letzten Zeit so ein bisschen Stress mit diesem Thema. 2, 4, 6, 7, 8. Ja, hier bestätigt sich die Zahl 6 tatsächlich nochmal, denn wir haben hier in der Spiegelung im Kreuz den Mond im Haus des Sarges drin. Das sind schon so Schattenthemen, wo wir uns überlegen, wo bekommen wir wie die Klarheit. Sind unsere Emotionen, die wir zu einem bestimmten Thema haben, real, oder ist es eher so, dass man denkt,
Kann ich meiner eigenen Intuition vertrauen? War ich schon mal in einer ähnlichen Situation? Habe ich da so Nachläufer? Und ich vermute sehr stark, es geht hier um das Thema versorgt sein, Umgang mit Geld, mit der Fülle, mit der materiellen Fülle. Zugute kommt uns, dass dieser Weckruf, der uns hier erreicht, eine sehr gute, schnelle, plötzliche Veränderung mit sich bringt, die auch so einen schweren Weg abkürzen, eine Last beenden, eine Wunde schließen können, eine Erinnerung, dass wir jetzt leben hier, dass die Vergangenheit eben vorbei ist. Wir können sie nicht mehr ändern. Wir haben nur die Nachläufer davon. Und es kann hier etwas sein, was sich wiederholt oder was sich in der Vergangenheit verneint hat. Also du hattest etwas probiert und es ging irgendwie schief und jetzt hast du die Möglichkeit, das nochmal zu tun, aber die Gefühle sagen, oh, das habe ich doch schon mal gemacht, ob das so gut ist, ne? Also es ist so eine Wiederholungsgeschichte. Wir haben die Berufskarte hier im Hause des Kindes drin. Auch hier sind Neubeginne möglich. Das Kind liegt noch nebendran. Vielleicht sind es auch kleinere Teile im Beruf, die man hier verändern kann, wo man für sich einen anderen Weg findet oder wo ein Weg sich auch verschließt, der nicht mehr lohnenswert ist. Es kann ein bisschen stressig werden im Beruf. Ja, das ist eigentlich ist das eine tolle Legung, denn hier zeigen sich die Themen doppelt und dreifach schon in den ersten Karten. Wir haben hier einen Konflikt, eine Blockade, etwas, was auf der emotionalen Ebene in uns wirkt, unsere Intuition täuscht, einen Konflikt hervorruft, den wir schon lange haben, vielleicht sogar schon in die Wiege gelegt bekommen. Es kann sehr stark um Mangelgedanken gehen oder um nicht versorgt sein, sich in die zweite Reihe stellen, zu kurz kommen. Und hier ermöglichen sich Dinge, die diesen Konflikt beenden. Das ist hier so eine Blockade aus Kindertagen. Möglicherweise verändert sich hier sehr schnell was, ne? Auch etwas, wo man nicht mit gerechnet hätte. Das sieht mir ja fast schon wieder so ein bisschen so aus, als ist für irgendetwas die Zeit abgelaufen. Etwas, was sich ständig wiederholt, etwas, was schon lange auf unserer Seele lastet. Ein karmischer Knoten, möglich ein karmischer Zyklus, eine karmische Wiederholung, eine karmische Lektion kann hier ihren Ausgleich kriegen. Und zugleich sehr viel Veränderung auf der beziehungs- und verbindlichen Ebene. Hier in der Mitte des Kartenblattes haben wir hier die Stabilitätsthemen, das Wachstum an Geld, an Beruf, an Neubeginnen im Beruf, an Kleinigkeiten, die man verändern möchte. An Vertrauen ins Leben. Von außen kommt hier sehr viel Wissen auf uns zu, vielleicht auch eine neue Gelegenheit, wie man längerfristig etwas ändern kann. Möglicherweise ist es auch so, dass eine Situation sich kränkelnd zeigt und man dadurch eben dann in die Gelegenheit kommt, dass man auch weiß, ich muss da und da etwas anders machen, damit sich was verändert. Schwierig ist es, dass wir sehr kopflastig sein können, dass uns unsere Gefühle einen Streich spielen und dass wir Entscheidungen treffen, in denen wir den männlichen Teil mit einbeziehen oder wo wir sehr viel dafür geben müssen. Bei einem oder anderen kann hier auch sein, er hat sich getrennt und oder es steht so ein Neubeginn an. Mit dem gleichen Partner nochmal. Also dieses, ich habe ja die Wiederholung benannt, aufeinander zugehen, neu anfangen, möchte man das nicht. Hier wandeln sich so ein bisschen die Prozesse, die mit dem Gefühl der Unsicherheit einhergehen und uns steht eine
kreative Kraft zur Verfügung. Das heißt, hier findet man kreative Auswege, Umwege, Neustrukturierungen. Wenn du das Gefühl hast, nächste Woche, du müsstest sehr viel geben und dir geht die Puste aus, hier liegt die Energie drin, ne? Also du hast hier die kreative Energie, die guten Möglichkeiten, die Bewegungen, die auf dich zukommen können, anstrengend sein, aber eigentlich schafft man das hier mit Bravour, weil man dann auch so ein bisschen angeregt ist, um ja, etwas in Angriff zu nehmen, zu beginnen, dieses endlich zu ändern oder aufzudecken, was da immer schief gelaufen ist, sich in Bewegung zu setzen. Wir liegen im Haus der Sonne. Die Sonne liegt im Haus des Mannes, also dieser gebende Teil ist hier stark dabei. Gute Nachrichten auch von außen. Ich habe hier zwei Personen, die können dir ein bisschen Impulsgeber sein oder Weggefährten, die sich einschleichen, die irgendein harmonisches Ding ins Laufen bringen. Das kann ein Gedanke sein, ein Impuls, eine tatkräftige Unterstützung. Das Einzige, was ich hier halt habe, ist, dass uns unsere Gefühle einen Strich durch die Rechnung machen. Also, dass man scheitern könnte, wenn man denkt, ich schaffe das nicht, weil es ist in der Vergangenheit mal so oder so gewesen. Das als Hinweis. Also hier ist die starke, guck genau auf deine Gefühle, ob die dich täuschen oder ob die stimmig sind. Ja, jetzt ist es halt auch so, wie wir es in den ersten geworfenen Karten hatten. Wir haben hier das Thema Freundschaft als Schicksalsthema dabei, Entscheidungen, die korrespondieren hier, Wege, die man mit Freunden gemeinsam geht. Hier im Haus der Freundschaft liegt der Turm drin, Quatsch, das Herz drin. Also es geht um unsere Herzensangelegenheiten, unsere Herzmenschen, vielleicht auch um Herzensangelegenheiten von oder für unsere Kinder. Möglicherweise Prüfungen auch in diesem Bereich, um irgendeine Lektion zu lernen, damit sich hier ein Zyklus beenden kann, der schwierig ist. Gute Nachrichten hier im finanziellen Bereich. Ich habe hier wieder so einen Impulsgeber. Ich weiß nicht, wer das immer sein kann. Jemand, der dich unterstützt. Hier haben wir eine männliche Person, jemand an dem du vertraust. Es kann ein Ratgeber sein oder jemand, der dir tatsächlich ein Angebot macht, einen guten Auftrag bringt, um deine Finanzen zu stabilisieren. Eventuell wirst du finanziell viel auszudiskutieren haben oder Entscheidungen treffen müssen. Die Entscheidungen, die hier anstehen, liegen hier im Haus der Sicherheit und korrespondieren mit der Klarheit, ne? Hier findet man einen Weg. Hier gibt es Expansion, hier geht es darum, das Beziehungskonstrukt auch zu stabilisieren. Möglicherweise geht es viel auch um Umbrüche im häuslichen Bereich, also Vertragswechsel, Wohnungswechsel. Sieht man in letzter Zeit auch öfter, vielleicht hat es was damit zu tun, dass viele die Wohnkosten nicht mehr tragen können. Das ist ja auch unmöglich, ne? Was wir gerade so löhnen für alles. Okay. Ich gucke gerade noch mal. Das sind so die wichtigsten Dinge, die ich hier wahrnehme. Natürlich könnte ich das Blatt noch weiter auslutschen, aber das müsste für ein kollektives Orakel reichen. Für eine persönliche Botschaft bleib bitte noch dran. Dem Rest wünsche ich eine schöne Woche und nutzt eure Chance, hier etwas Belastendes zu ändern. Bis bald. So, hier bin ich wieder für eine kleine Botschaft für die kommende Woche für euch. Oh je. Es wird ja heute noch was werden. Eine
Und die zweite. Dauert jetzt kurz, ihr wisst es. Ich spare mir mal so lang meine Worte. Okay, wir lassen es dabei. Ihr könnt euch eine Seite aussuchen. Und dann schauen wir, was die persönliche Botschaft dir noch mitgibt. Ah, ich kann mich wieder nicht entscheiden. Ich nehme heute mal den roten und wir gucken. Wir haben den Steinkreis mit dem Thema Übergang. Ja, und das ist echt so wunderbar treffend wieder, denn wir hatten ja im großen Blatt das Ende eines Zyklus und hier in diesem Übergang haben wir tatsächlich, dass es darum geht, von einer Lebensphase in die andere zu gehen. Wir sind unvergänglich, auch wenn das Leben sich verändert. Und es gibt auch was zu feiern bei Übergängen, weil die gehören zu unserer Lebensreise dazu. Diese Reise kann spiritueller oder auch natürlicher, physischer Natur sein. Und du darfst Mut haben, ne? Auf deiner Lebensreise. Setz da auch die Segel, wenn du aufs offene Meer hinausfährst. Da gibt es immer mal wieder, dass die See rau ist und die Winde stark. Doch wir sind geschützt bei unseren Übergängen. Also hier gibt es ein bisschen Mystik, eine mystische Pilgerreise, tiefe Erkenntnisse und wir sind in Sicherheit. Das ist jetzt auch sehr spannend, denn wir haben hier bei den Merlin-Karten tatsächlich den Zauberstab dabei, die Energielenkung und Energieleitung. Und natürlich fließen wir vielleicht auch von einer Energie in die andere. Und es geht darum zu erkennen, wie leitet man die Energie, für was verwendet man sie. Man kann die auch bündeln und damit ganz Gutes bewirken, ne? Dann haben wir den Engel der Natur. Das heißt, verbinde dich auch bei deiner Übergangsphase immer mit der Natur. Schöpf da neue Kraft, lenke vielleicht da auch deine Energie rein, aus der Natur etwas zu ziehen. Wenn ihr jetzt guckt, wir haben auf der Karte die 15, das gibt wie im großen Blatt wieder die 6. Immer wieder spannend. Ja, und hier dürfen wir noch eine Entscheidung treffen. Vielleicht fühlen wir uns ein bisschen unentschlossen, was wir tun sollen. Vielleicht ist der Übergang auch damit verbunden, dass wir uns für neue Wege öffnen müssen und wir eben hier ein bisschen mehr auf das Bauchgefühl hören sollen. Aber wir haben im großen Blatt gehört, dass das Bauchgefühl vielleicht die nächste Woche nicht so richtig mit uns spricht. Dafür ist Erdung wichtig und Auszeit, ne? Kleine Dinge feiern, sich Zeit für sich nehmen, die kleinen Freuden des Lebens entdecken, gehört hier wohl zur Energielenkung dazu. Ne? Das kann vielleicht ein bisschen anstrengend werden, deshalb verbinde dich immer wieder, mach Pause, gönn dir irgendetwas. Und wenn die Intuition
dich trügen möchte oder du hast das Gefühl, eigentlich trügt dich die Intuition nicht. Aber es kann sein, dass du nicht an deine Intuition glaubst. Dann warte hier lieber noch ein bisschen, um dass du klar wahrnehmen kannst, für was du dich entscheidest, ne? Vielleicht passiert es auch besser, wenn du nicht so gedankenlastig bist, sondern wenn du dich mehr rausnimmst. Okay, ich wünsche euch viel Spaß auf eurem Übergang in die nächste Lebensphase. Was haben wir hier? Wie schön, ihr habt den Hüter des Frühlings. Da geht es um das Thema Erwachen. Auch das passt. Wenn du eine Phase verlässt, erwacht praktisch eine andere. Auch da ist so ein bisschen Handeln von dir gefragt. Vielleicht ist das Vorgehen hier noch ein bisschen zart, aber du darfst dich hier deinen Ängsten stellen. Auch hier ist wieder dieses Ding, sich zurückzuziehen, die Handlung zu bedenken, aber eben mutig zu sein und auch zu wissen, es ist Zeit für einen Neubeginn. Hier kann sein, dass es im Außen ein bisschen durcheinander und verwirrt ist, aber das gehört zu der Zeit dazu. Lass dich von dieser Unruhe auch nicht stören und handle dann mit eiserner Entschlossenheit, wenn du dich bereit fühlst, ne? Außerdem steht der Frühling für Hoffnung, Jugend, Erneuerung. Hier kannst du auch davon ausgehen, dass Erneuerungen und Veränderungen anstehen und Dinge, die so langsam vor sich hingereift sind, jetzt zum Leben erwacht werden und dir Bewegung bringen. Dann hast du von den Merlin-Karten hier die Geheimnisbrücke und da geht es um die Wahrheit des Herzens. Wo möchtest du Brücken bauen? Wohin möchtest du dich rückverbinden? Was hütest du in deinem Herzen für einen Schatz? Welches Geheimnis ist es? Vielleicht blüht da auch etwas auf, was so im Unbewussten in dir rumschlummert und du es nicht richtig greifen kannst. Ein Wissen, eine Sehnsucht, eine Wahrheit, die du auf einmal erkennst. Du hast den Engel der kindlichen Freude für dich und du darfst hier sorglos und fröhlich sein wie ein Kind. Hier hast du noch die Musik zur Manifestation, ne? Also das sind so leichte Energien. Denke dran, dass Musik auch die Schwingung verändert. Vielleicht erinnert dich so manche Musik an deine Kindertage. Hier hilft sie dir auf jeden Fall, um zu manifestieren, weil sich die Schwingung durch Musik eben verändert. Wagemut mit Balance. Also hier kann sein, dass so ein kleiner Drahtseilakt für dich ansteht. Hier wurde ja auch schon gesagt, sei mutig, schreite voran, auch wenn es sich vielleicht nicht so anfühlt, als hättest du das so geplant, dass es ganz viel Fundament drunter gibt. Aber auch das gehört ja zur Veränderung dazu. Wir wissen alle nicht, wo wir da enden und sie kommt unwillkürlich, ne? Okay, ihr Lieben, wenn der über dieses Seil läuft, sozusagen nicht darüber laufen würde, dann könnte er niemals wissen, ob er es schafft. Und um das geht es, glaube ich, ein bisschen. Mutig seinen eigenen Weg zu gehen. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Ich drücke euch bis zum nächsten Mal.